Hallo liebe Camper, hier ein neues Video von Mika Caravan. Ich nehme euch mal mit, die Woche fängt an am Montag bzw. heute Samstagnachmittag. Wir haben schon mal angefangen damit mit zwei neuen Vans, sprich Kastenwägen, wo wir hier verbauen. Ihr könnt mal reinschauen, hier haben wir schon angefangen, wie gesagt. Ist ein tolles Auto. Da sage ich gleich noch ein bisschen was dazu. Zuerst einmal, was verbauen wir hier überhaupt? Hier haben wir unseren Zettel liegen. Der kriegt zwei Solarplatten, er kriegt Solarfernanzeige, Batteriecomputer, Wechselrichter und Netzumschaltung. Bevor ich jetzt hier weitermache, noch was zu unserem Ton, den wir ja immer wieder am Verfeinern sind. Also ich habe mich jetzt mit dem Camper Tobi beraten. Er hat mir einen Tipp gegeben, welche Mikros das ich organisieren kann. Und das habe ich jetzt auch gleich heute gemacht. Ich hoffe, die sind bis Montag da. Und dann haben wir das schmerzliche Thema mit dem Ton immer mal zu leise, mal verzerrt, mal übersteuert. Also das verstehe ich selber nicht. Aber gut, wenn man am Anfang ist, dann wird dann immer einiges empfohlen. Und ja, dann ist es doch nicht das Richtige, aber wie gesagt, da bin ich dran. Also da müsst ihr euch keine Gedanken machen, das kriegen wir hin. Und dann ist der Ton auch wieder perfekt. Also, jetzt wieder hier zu dem Fahrzeug. Was mir hier als erstes auffällt, ist der Kühlschrank. Den finde ich richtig klasse, weil der beidseitig bedienbar ist. Von Dometic. Toll finde ich auch an der Stelle, wo er verbaut ist, hier im Van-Bereich, ist das natürlich richtig klasse. Für mich persönlich ist ja der Van immer so ein bisschen mehr das Fahrzeug, wo sich noch mehr im Freien abspielt, durch die große Öffnungstür hier schon mal. Und da ist natürlich geschickt, wenn der hier gleich am Eingang steht, der Kühlschrank, dass man auch mal, wenn man draußen sitzt, hier schnell zu seinem Getränk langen kann, ohne dass man groß jedes Mal ins Fahrzeug rein muss, ist eine ganz tolle Sache. Also das finde ich richtig, richtig schick. Das nächste, was mir bei dem Fahrzeug aufgefallen ist, ich muss es euch einfach mal kurz zeigen, weil ich das echt klasse finde, ist die riesen schöne Küche. Wenn ihr das mal anschaut, also das finde ich richtig klasse. Man hat hier richtig Platz, hier richtig tolle Ablagefläche. Zwei Kochstellen reicht in der Regel ja auch aus, braucht man unbedingt drei. Dann hier nochmal eine schöne Ablage. Da liegt jetzt unser Tuch. Dann kann man hier nochmal die Ablage hochklappen. Da kann man richtig, also Wahnsinn, gell? Mit unheimlich viel Stauräumen. Also finde ich richtig klasse. Oh, hier oben, wenn wir entlang gucken, ne? Guckt mal, was das hier für Stauräume sind. Also echt Wahnsinn. Da kriegt man richtig was unter. Also es ist zwar ein langer mit 640, aber echt, also tolles Auto. Also muss ich echt sagen, bin begeistert. Das Badezimmer, schick, gefällt mir, es macht richtig Spaß. So, nun zur Technik. Okay, wir verbauen hier einmal einen 1500 Watt Wechselrichter. Den haben wir schon verbaut. Den haben wir hier reingemacht. Warum haben wir den hier reingemacht und am Fahrersitz? Weil der A leer war und B die kürzeste Entfernung zu den beiden Batterien, die auf dieser Seite sind. Das Fahrzeug ist noch sehr neuwertig. Wir haben noch zwei intakte Batterien, die lassen wir jetzt auch erst mal drin, weil der Kunde möchte natürlich die nicht einfach rausschmeißen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Ist ja auch verständlich, kostet ja alles Geld, muss ja auch nicht sein. Hier haben wir natürlich unsere, ups, da unten ist sie, Netzvorrangschaltung montiert, weil toll gemacht hier, haben wir alles auf einen Haufen. Hier haben wir das Ladegerät, können wir gleich ausschleifen dementsprechend. Kühlschrank müssen wir nicht ausschleifen. Einen separaten FI verbaut. Tolle Sache. Kommt man gut hin, zentral. Da macht es einmal Spaß zu arbeiten bei so einem Fahrzeug. Aber unsere Videos wären es ja nicht wert, wenn wir nicht ein bisschen was zu schimpfen hätten. Jetzt gehe ich mal auf die Seite. Hier haben wir zwei Batterien verbaut. Wattebatterien. Was uns als den Kennern wird sofort auffallen. Ich musste auch zweimal hinschauen, weil ich konnte es auch gar nicht so
richtig glauben, wie man das hier verklemmt hat. Zum einen, schaut euch den Querschnitt an, geht gar nicht. Den müssen wir rausschmeißen, weil das so verbinde ich keine zwei Batterien, wenn ich einen Wechselrichter dranhänge. Da geht ja nichts drüber. Also Punkt 1 sind das richtig dünne Kabel. Punkt 2, wenn man das genau anschaut, hier ist der Pluspol angeschlossen, ne? Und hier ist der Minuspol angeschlossen. Also so verbaut man schon mal grundsätzlich nie zwei Batterien. Weil die Problematik ist ja, ich ziehe die Batterie hier leer an den zwei Polen und die Batterie muss hier ständig nachschieben. Also wenn man sowas verbaut, wenn man zwei Batterien, tut man immer über Kreuz anschließen. Das heißt, hier nimmt man den Pluspol und von der anderen Batterie nimmt man das Minus oder Masse. Nur jetzt kann ich gewährleisten, dass der Strom auch durch beide Batterien gleichermaßen fließen muss. Ich weiß gar nicht, wie man sowas hier machen kann. Und dann auch die Querschnitte. Also liebe Hersteller, ehrlich, ein bisschen mehr wäre manchmal echt geschickter. Also das ist, ja, ich weiß nicht. Und auch hier mit dem Pluskabel, also da kann man 3 Meter sparen. Der geht hier einmal komplett um den Sitz rum, um dass er hier unten auf eine Plusverteilungsschiene geht. Wo ich überhaupt nicht verstehe, weil hier vorne jetzt eine Sicherung sitzt, dann macht doch die Sicherung auf die Seite und nimmt den kürzeren Weg, kann ich 1 Meter Kabel sparen. Also ist mir unerklärlich, aber ist halt so. Müssen wir ändern, müssen wir alles abändern, weil so geht es natürlich nicht. Da hätte der Kunde nicht lange Spaß dran, vor allen Dingen im Betrieb mit dem Wechselrichter. Hier haben wir den Ladebooster, den werden wir ein bisschen versetzen. Dann kommen wir hier ja mit unserem Wechselrichterkabel an. Dementsprechend haben wir hier jetzt schon eine Verteilerschiene verbaut. Das ist ganz geschickt, kleinen Moment. Hier haben wir schon eine Verteilerschiene verbaut. Ihr seht es hier unten. Die nutzen wir jetzt natürlich auch. Aber von der Verteilerschiene aus tun wir erst einmal die dünnen Kabel hier weg. Die sieht man da unten, die blauen, die gehen hier drauf und ersetzen die mit einem anständigen, satten Kabel auf dem kurzen Weg, damit wir auch dementsprechend da richtig Saft drauf kriegen auf den Wechselrichter. Und das Zeug hier muss weg, weil das geht ja gar nicht. Also das müssen wir ersetzen. Ja, das ist hier der Van. Dann kriegen wir natürlich noch 2 Blackline mit 72 Zellentechnik von der Firma Büttner verbaut mit jeweils 110 Watt, sprich zusammen 220. Und oben, nochmal reinklettern, oben hier machen wir dann unsere 2 Anzeigen, sprich Solaranzeige und Batteriecomputer. Da kommt man gut hin, weil auch hier haben wir festgestellt, dass hier die Blende, also finde ich auch eine super Lösung, hat man hier nur hingeklebt. Also das ist doppelseitiges Klebeband und das sind dann wiederum so Klettpunkte. Also hätte man ein bisschen stabiler machen können, weil wie man sieht, kommt dieses Klebeband gar nicht daran. Also so euch kann ich das gar nicht dahin drücken. Also ja, naja, kann man so machen, aber kann man auch besser oder anders machen. Aber egal, das ist so vom Hersteller und wir gucken jetzt, dass wir hier eine schöne Stromsituation schaffen, damit der Kunde super autark ist, weil das Fahrzeug ist schon echt genial. Ne? Also allein schon, wenn ich hier, guckt mal, das schöne Panoramafenster hier oben, also Wahnsinn. Ich finde es mega. Also richtig, richtig schick. Also das Auto gefällt mir mal wirklich. Tolles Fahrzeug. Kompliment. Toller Querschnitt. Finde ich toll. Jo, jetzt gehen wir mal weiter, weil hier haben wir nämlich gleich noch einen stehen. Und zwar einen Knaus. Genau. Auch in Schwarz. Das ist okay. Wir haben die schwarze Woche, weil der hier ist auch schwarz. Der ist auch schwarz. Der ist nagelneu. Den, ich glaube, wie ich ihn reingefahren habe, habe ich gesehen, der hat gerade mal 500 Kilometer gefahren. Also der ist wirklich fritzefatze neu.
auch ein schönes Fahrzeug, natürlich ein 6-Meter-Fahrzeug, dadurch einen anderen Querschnitt, aber auch sehr geräumig, sehr warmherzig, sehr schön. Also auch ein schickes, tolles Auto. Was stellen wir hier alles an? Einiges, wenn wir hier mal gucken. Also ihr seht schon, die Liste hier ist lang. Was verbauen wir hier alles? Hier ist noch kein Radio drin, wie ihr seht. Da verbauen wir ein Alpine-Gerät. Dann verbauen wir ein Rückfahrkamera. Dann verbauen wir Karadec LTE-Antenne aufs Dach. Mit auch einer Solaranlage, 2x 120 Watt. Dann verbauen wir noch die Titronic Alarmanlage komplett mit Vernetzungsmodul und der Safe-Lock-Geschichte mit dem Profinder und allem drum und dran. Genauso mit Magnetkontakte für die ganzen Fenster entsprechend, damit da alles safe ist, damit hier nichts passiert. Dann kriegen wir zu dem Alpine noch ein schönes Soundsystem. Das mal von Eaton, ein Subwoofer von Eaton, genauso wie die Lautsprecher, Hochtöner und Verstärker von Eaton. Oh, tolle Sache. Und zu guter Letzt noch von Brickstop so ein paar Türverriegelungen für die Hecktüre, für Schiebetüre und Fahrertüre, damit man da auch richtig safe ist. Das alles wird hier verbaut. Da freuen wir uns schon drauf. Das ist unsere Aufgabe. Und dann habe ich noch einen heute reingekriegt, den müssen wir auch noch angehen. Der kriegt auch eine ganze Menge Chanson. Da mussten wir allerdings, oder haben wir auch gleich noch einen zweiten Termin ausgemacht, weil der Chanson, der kriegt dann noch einen Ladebooster. Und dreimal könnt ihr raten, von wem der kommt. Da verbauen wir natürlich auch schon den neuen Ladebooster von der Firma WCS. Da freuen wir uns auch schon drauf, wenn er fertig ist, wenn wir den verbauen dürfen, weil das ist ein riesen Mega-Produkt, wo die Lichtmaschine wirklich immer unter Kontrolle hält, wo die Lichtmaschinentemperatur sauber überwacht, sodass hier keine Fehler passieren, weil gerade im Wohnmobilbereich ist halt wirklich immer die Thematik, dass durch zu große Ladebooster und falsch eingesetzte Ladebooster, weil Lichtmaschine zu klein, einfach definitiv zu viele Lichtmaschinen kaputt gehen, was mit dem Götz seinen Ladebooster halt einfach nicht mehr so ohne weiteres passieren kann, weil er da einfach clever war und die Lichtmaschine überwacht in Temperatur und die Leistung dementsprechend hoch oder runter fahren kann. Tolle Sache, also mega Geschichte. Und da freuen wir uns drauf und der Chansonfahrer, auch ein nagelneues Fahrzeug, würde das auch gleich verbaut bekommen, weil er sagt, das ist top, das nehme ich, das will ich. Mit dem Rapid auch gleichzeitig, auch tolle Sache, damit das Fahrzeug immer startbereit bleibt. Also mega, da bin ich schon ganz Feuer und Flamme dafür, da freuen wir uns schon. Dann sehen wir hier noch eine Besonderheit, wieder zurück zu dem Fahrzeug, nämlich ein, ich nenne es jetzt einfach mal Hubbett. Ihr seht es hier seitlich an den Bändern und an der Schiene. Das ganze Thema kann man nämlich komplett hochfahren. Dann gewinnen wir hier unten noch einen riesen Stauraum. Auch eine tolle Sache zum Transport, Fahrräder oder was auch immer. Das Schott kann man natürlich auch rausmachen, dann kann man durchladen. Auch da besteht die Möglichkeit. Also echt auch ein cleveres Fahrzeug, richtig schick, also von der Firma Knaus, auch tolle Sache. Und ja, wir verbauen jetzt hier nur ein bisschen unsere Technik, Solar und Alarmanlage, Soundpaket, damit das Ding hier richtig Spaß hat und Sound und alles Mögliche, oh, da macht das Fahren auch gleich viel mehr Spaß. Jo, das sind die drei Fahrzeuge für die Woche. Ja gut, müssen wir uns ein bisschen ranhalten. Unser einer Monteur ist im Urlaub, aber das ist kein Problem. Am Montag kommt ein neuer zum Probearbeiten, da wollen wir mal gucken, weil auch wir sind natürlich permanent auf der Suche, weil uns quält die jetzige Situation auch nicht, dass wir so einen großen Vorlauf haben, weil auch wir sind ja
mittlerweile schon in Mitte, Ende September mit unseren Terminvergaben, was katastrophal ist eigentlich. Da müssen wir viel kurzlebiger werden. Ich suche auch schon händeringend weiter nach Personal. Aber bis dato ist es leider nicht ganz so einfach. Aber wir sind guter Dinge, dass wir das noch hinkriegen, damit auch wir da wieder ein bisschen aufstocken können. Wie gesagt, am Montag kommt schon jemand, da werden wir uns unterhalten und vielleicht auch einen kleinen Probetag machen und dann werden wir sehen, dass da noch was passiert. Denn die Anfrage ist einfach da. Klar, bei so vielen Fahrzeugen ist das auch ganz normal. Und da freuen wir uns auch drauf und dem müssen wir uns auch stellen, den ganzen Anfragen, und reagieren, damit wir da einfach schneller werden. Wir haben da noch ein bisschen Potenzial und Luft und das wollen wir natürlich auch ausschöpfen. So, das war ein kleines Wochenendvideo. Ich hoffe, das mit dem Ton war einigermaßen erträglich. Wie gesagt, das neue Mikro ist bestellt. Also ich nehme jetzt mal an, spätestens Montag, Dienstag wird es da sein und dann werden in Zukunft die Vertonungen von den Filmen auch ein bisschen besser. Auf alle Fälle wünsche ich euch jetzt in dem Sinn ein schönes Wochenende. Und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Und über jeden neuen Abonnenten darf ich mich auch freuen und bedanke mich auch bei euch ganz herzlich. In dem Sinn, bleibt's gesund und ja, mal schauen, wie das Wetter wird, ob es nur wegen wärmer bleibt morgen, mal gucken. Euch noch einen schönen Sonntag, genießt ihn und bis bald. Aus Dinkelsbühl, ciao, ciao.